In der Zeit vor den Titanen, den Göttern des Olymps, tobte eine erbitterte Schlacht. Der Zorn der Protogonoi der Wesen, die die Erde erschaffen hatten, wütete eine Ewigkeit lang außer Kontrolle. Und aus diesem Zorn, diesem Kriegswahn, entstanden die Furien. Weder Titan noch Gott, Sterbliche oder Schatten. Die Furien unterstanden niemandem. Denn sie waren die Hüter der Ehre, die Vollstrecker der Bestrafung, der Ruin der Verräter. Als Zeus an die Macht gelangte, erkannte er, dass er die Schwester nicht fürchten musste. Die Furien sannen nur bei jenen auf Vergeltung, die sie für schuldig befanden. Der erste dieser Verräter war Aigeon, der Hekatonsche Ehre. Als die Bestie Zeus den Bluteid schwor, nur um den König der Götter dann zu verraten, schritten die Furien rasch zur Tat. Die Schwestern machten unbarmherzig Jagd auf Aigeon, und als sie die Kreatur gefangen hatten, folterten sie sie erbarmungslos. Denn die Furien fanden, der Tod sei zu gnädig für diesen Eidbrecher. Aigeon, der Hekatonsche Ehre, wurde zum Exempel für alle. Ein besonderes Symbol für diejenigen, die einen Bluteid brechen wollten, mit einem Gott. Hallo und herzlich willkommen zu God of War Ascension mit mir, Real Master Pie. Ja, ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ich habe es mir gestern im Laden gekauft und ich werde sowohl Einzelspieler als auch Multiplayer-Matches für euch, mit euch Let's Playen. Und ja, ich bin mal ganz gespannt, was denn so alles auf uns zukommen wird. Und wir gehen mal hier eben auf Optionen. Tipps anzeigen, nee, Untertitel anzeigen brauchen wir nicht, oder ich glaube, ich mach's doch mal lieber, oder? Nee, machen aus. Ansonsten lassen wir alles so, Spieltext, Deutsch und Sprachausgabe auch. Passt alles. Dann würde ich mal sagen, wir legen direkt los. Ja, ich möchte ein neues Profil erstellen. 1%, boah, 7, 10! 13, 16, 19, 20, oh ne, 22, 25, oh, okay. %, sehr schön. Gut, neues Spiel Plus wird wahrscheinlich was Schwierigeres sein, Spiel fortsetzen und Kapitelauswahl. Wir machen natürlich neues Spiel auswählen und wir spielen das Ganze auf normal oder schwer? Nee, normal. Der große General aus Sparta war endlich besiegt. Im Wahnsinn nahe, gefoltert und nicht wissend, wo er sich befand, erkannte der Krieger, dass er gefangen war wie eine Fliege im Netz der Furien. Niemals, niemals wieder. Man sollte dazu sagen, dass ich God of War vielleicht ein paar PSP-Titel gespielt habe, ansonsten die Vorgänger nicht.
Aber da es ja ein Prequel ist, sollte es ja nicht so schlimm sein. Was ist los? Du scheinst verwirrt, Kratos. Kannst du dich nicht mehr an unsere gemeinsame Zeit erinnern? Andererseits wurden wir ja unsanft von meiner Schwester unterbrochen. Alecto hatte schon immer schlechte Manieren. Keine Sorge. Ich bin eine sehr gute Lehrerin für Respekt. Für das, was du geraubt hast, schulde ich dir das hier. Komm hier, knack die Dinger ab. Jetzt ist es zu bieten hast. Au. Ich muss nur ausweichen. Dein Zorn ist gar nicht. Komm. Bats. Okay, gut, das erste, was ich mal kurz machen muss, ist einmal noch in die Option, denn, und das kann ich nicht ausstellen, nee, oder komm, ehrlich nicht, das geht nicht, ich wollte eigentlich die Vibration ausstellen, aber wenn es nicht geht, dann ist es so. Du hältst dich für so besonders, weil Ares dich erwählt hat, aber du bist gar nichts. Doch, ich bin so einiges. Du bist ein wertloser Sterblicher. Und der dir in die Fresse tritt. Wow, Käfer. Sehr gefährlich. Rage-Anzeige. Neue Viereck- und Dreieck-Aktionen werden nur entfesselt, wenn die Rage-Anzeige voll ist. Zurückzufallen. Können wir hier, achso, wir können hier runterspringen. Tu, was du willst. Mich wirst du nie fangen. Mir. Stirb, sterb, ja. Oh oh. Oh, geil. Du
Oh Mensch, warum so nett? Jetzt kommen hier aber viele. Durchs Bild. Ja, das Kampfsystem, das gefällt mir schon. Das ist schon was anderes, als wenn man es auf der PSP spielt. Jetzt was Neues, Kopf ab. Wow, 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 wow. Böse. Statt Freiheit wirst du nur dein Ende finden. Mit Objekt interagieren. Achso. Was blinkt das dann unten? Ne. Ja, alle. Tipps, kann im Optionsmenü ausgeschalten werden? Nö. Das mache ich nicht. Du wirst sehen, wie wir hier mit den Eidbrechern umgehen. Oh, Schwert. Multischlagwaffe, die beim Abwerfen Gegner betäuben kann. So. Nee, hier war es nicht. Den Tod findest. Nö, finde ich nicht. Ich will aber. Nee, ach, Kiefer. So, und nu? Mal sehen, wie du mit den Hekatonsche Ehren fertig wirst.